Servus und willkommen zur allerersten Folge vom Thief. Wir sind der Meister Deep Garrett und räumen eine Stadt leer. Zumindest ist das geplant. Die ganze Geschichte hat irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren mit dem Original Thief angefangen. Boah, ich weiß gar nicht, wie lang das schon her ist. Auf jeden Fall arschlang. Ich habe es damals nicht mehr gespielt. Ich habe damals immer nur bei einem Freund von mir zugeguckt. Aber ich fand es damals schon ziemlich cool. Also das hier ist jetzt ein Reboot, sag ich mal. Und es spielt sich ein bisschen anders jetzt, was ich in den Tests so gelesen habe. Ich habe gestern auch schon mal ausprobiert. Aber es ist immer noch ein ziemlich gutes Spiel, wie ich finde, mit einem guten Körpergefühl und allem drum und dran. Bevor ich hier gleich anfange, muss ich sagen, es kann sein, dass das hier die einzige Folge bleibt. Ich hoffe es nicht. Ich stehe momentan noch im Kontakt mit Square Enix. Square Enix, die sind normalerweise gegen LPs. Der Support von Square Enix hat gesagt, ich darf nicht. Der Community Manager aus Deutschland hat gesagt, ich darf auf der offiziellen Facebook-Homepage. Was da jetzt stimmt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Werbung gibt es hier keine drauf. Ich darf nicht auf keinen Fall monetarisieren, aber Let's Play geht anscheinend. Naja. Ich probiere es einfach mal aus. Ich hoffe, dass ich keine Strikes kriege. Deswegen, ich werde jetzt erstmal heute nur eine Folge hochladen. Morgen wahrscheinlich nicht, um zu verhindern, dass ich zwei Strikes direkt hintereinander kriege. Wäre einfach blöd. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Wie gesagt, ich hatte schon mal angefangen. Und ich denke, wir spielen Deep. So, der mittlere Schwierigkeitsgrad. Ich bin mal gespannt. Also ich habe gerade noch ein bisschen an den Grafikeinstellungen rumgedreht. Habe jetzt mal alles volle Möhre nach oben geschraubt. Hatte ich gestern noch nicht gemacht. Wie es denn jetzt aussieht, weil gestern sahen die Texturen noch nicht so schön aus. Ich hoffe, dass das jetzt besser ist. Aber naja. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Lange drauf gewartet. Aber jetzt bin ich echt mal ruhig. Eine Sache hat mich diese Stadt gelehrt. Alles hat seinen Preis. Geheimnisse, ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? Und da sind wir mittendrin. Also es sieht ein bisschen besser aus als gestern, das freut mich. Gut, gucken wir uns erstmal um. Aber nicht so lange. Erstmal Licht aus. Hier ist es zu hell. Die Saufnase soll nicht aufwachen. Machen wir es uns etwas gemütlicher. Und ich räume den jetzt einfach mal komplett die Bude aus. Also man kann hier irgendwie so die meisten Schränke und so kann man aufmachen. Finde ich ganz cool. Man kann sich auch in manchen Schränken verstecken, aber das sind so spezielle Schränke. Die zeige ich dann halt irgendwann anders. Wenn ich einem über die Füße stolper. Taschenporträt. Nochmal ein bisschen ausmachen. Kann ich hier das Licht ausmachen? Ach nee, da draußen muss ich lang. Ich wollte gerade sagen, kann ich das Licht ausmachen? Ja, ich kann das Licht mehr ausmachen. Ich wollte die Vorhänge zuziehen. Ich Horst. So, also wie ihr seht, man kriegt nicht die Gegenstände in dem Sinne. Machst du auf? Ich schleich lieber mal. Sondern man kriegt immer das Goldes Gegenwert. Und der Mann ist eigentlich ganz gut betucht, wenn ich das so richtig sehe. Was ist das? Ne, kann ich nicht klauen, das ist nur eine Textur. Gibt's hier noch was? Kann ich hier noch weiter? Ne. Kurz. Ui. Hübsch. Kurz zur. Zum Vergleich von Thief, also dem ersten Thief. Das ist das einzige, das ich kenne. Ich habe die anderen Thieves nicht gespielt. 2 und 3. Und dann im Vergleich zu dem hier, es ist so, dass das allererste Thief also wirklich ein Open-World-Spiel war. Das hier ist es nicht. Das ist sehr linear, wurde mir gesagt. Habe ich gelesen. Aber jetzt muss ich erstmal kurz. Plötzliche Bewegungen in der Nähe von Vögeln führen dazu, dass sie sämtliche Personen in deiner Nähe alarmieren. Na gut, das möchte ich jetzt eigentlich vermeiden.
Seid ihr tot? Hey. Ich habe mal wohl jemand Vögel. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Schönes Gemälde. Naja, sieht irgendwie ein bisschen krank aus. Bewege die Maus, um nach versteckten Schaltern hinter dem Rahmen zu suchen. Drücke E, um ihn zu betätigen. Also man muss da jetzt drauf achten. Genau hier. Hier leuchtet hier so ein Punkt auf. Da nicht. Hier schon. Und hier ist dann ein Schalter, mit dem ich das Bild hochfahren kann. Jetzt muss ich noch ein Schloss knacken. Wird auch über so ein Minispiel gesteuert. Selbes Prinzip. Finde ich persönlich... Ja... Hätte man vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Aber es... So zwischendurch war eine ganz nette Abwechslung. Wobei nachher kommt so ein Stück, da muss man das dauernd machen. Da fand ich es nicht so toll. Uiuiui. Sag mal. Ach, das war da vorne drauf. Super Versteck. So von wegen, hier ist ein Amulett. Was zum... Ja, danke. Mach's doch noch lauter. Tja, Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. So, dunkles Federkleid. Ich kann hier so ein Journal öffnen. Da sind dann halt... meine Errungenschaften drin. Jetzt habe ich... Also, das sind halt alles Unikate. Die gibt's nur einmal. Und die kann man sammeln. Also, wir haben später auch quasi sowas wie eine Base. Und... Da hat man dann so Vitrinen, aber... wo das Zeug ausgestellt wird, aber das werdet ihr ja dann noch sehen. Was man aber allerdings mit diesen Unikaten machen kann, weiß ich bisher noch nicht. Wer ist denn das da? Was willst denn du hier oben? Aaron. Natürlich. Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Besso hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Komm schon, das wird wie früher. Ich habe hier übrigens die Untertitel angeschaltet. Manchmal ist der Sound der Stimme etwas leise. Gut, ich habe ihn jetzt ein bisschen ruhiger gedreht für die Aufnahme, aber dann versteht man es einfach besser. Das hier finde ich jetzt eigentlich ganz cool. Das erinnert mich doch sehr an Mirror's Edge. Das ist ungewöhnlich. Vor allem das geile Körpergefühl. Also das muss man lassen, das ist richtig cool gemacht. Schön, dass du es geschafft hast. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war oder weil sie Spaß gemacht hat? Geht nicht auch beides? Komm schon, erledigen wir Bessos Auftrag. Ei, ei. Lichtkristall. Der Lichtkristall in der linken unteren Bildschirmecke zeigt an, ob du zu sehen oder im Schatten verborgen bist. Stehst du im Schatten, bist du schlechter zu sehen. Alles klar. Ich duck mich auch mal. Halte dich geräuschlos und bleib aus dem Licht. Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich nur umgesehen. Ich weiß, du gehst gerne raus. Drück in der Nähe von Ecken E, um einen Blick um die Ecke zu wagen. Dabei bist du nicht so einfach zu entdecken. Hallöchen. Dann komme ich jetzt hier wieder weg. Das wird nämlich nicht erklärt. Finde ich ein bisschen doof, dass das nicht erklärt wird, aber gut. Man kann auch so von... Du solltest dir auch so ein Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Da komme ich dann wohl nicht weiter. Cheaterin! Laden wir ab, bevor der Midsommertag vorbei ist. Man kann von... quasi von Schatten zu Schatten. Wir können den Karren nicht einfach stehen lassen. Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Also das genau wie die Wachen. Ich will nicht wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren. Eigentlich noch haben. So. Schnell vorbeigehuscht. Noch was geklaut dabei. Leitern, Leertaste kennt man. Ich würde mal sagen, das ist ja mittlerweile vieles Genre-Standard. Gary, komm schon. Gefällt dir die Kralle? Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erstmal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. Die ist ganz schön... Du klaust nervig. Aber schon noch, oder? Ich hab schon gest... Satan. Nee, da lag nichts. Drücke R, um Gegenstände mit dem Schlagstock zu zerstören.
hätte es auch einfach runterkurbeln können. Vagabund. Also, sieh mal, was ich gefunden habe. Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht? Atmosphärisch ist es schon, gefällt mir soweit eigentlich ganz gut. Oh, da geht's runter. Nur, ich bin mal gespannt, ob das alles noch belebter wird. Also das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Die Straßen waren mir jetzt ein bisschen leer. Gut, es ist Nacht, aber könnte ja noch ein paar Leute mehr auf der Straße sein. Halte E gedrückt und durchschlüssel. An Orten, an denen ich nicht willkommen bin, versuche ich nicht aufzufallen. Keiner davon da? Davon gibt es eine Menge. Nö, keiner da. So, wieder ein Minispielchen, Schlösser knacken. Wo ist es? Da. Aber welches Spiel war denn das? War das Skyrim? Also irgendein Elder Scrolls Spiel hatte auch... Oder ein paar haben dieses Mini-Schlösser-Knack-Spiel. Und in einem davon wurde das richtig cool gemacht, wo du so das Schloss von innen gesehen hast und so. Das hat mir dann auch echt Spaß gemacht, die Dinger zu knacken, aber das hier finde ich nicht so schön. Was ist denn der Truhe drin? Komm, irgendwas Großes, Teures. Naja. 6 Gold, 2 Gold. Wenn du schon wie ein Wachmann auf die Straße pinkelst, geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Oh Mann. Abgesehen davon, ach, siehst nur nee, du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Wie süß. Komm schon, kosten wir mal diese Entenflügel. Gut, das ist jetzt natürlich alles geskriptet. Ist klar. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt auch mal am Tag unterwegs sind. Das habe ich. Ich habe jetzt wirklich noch nicht lange gespielt. Ups. Das konnte ich jetzt leider noch nicht ausmachen, ob sowas geht. Am Tag unterwegs zu sein, aber ich hoffe es. Weil nachts kann ja jeder klauen. Tagsüber ist es schon was ganz anderes. Die Treppe hoch, aber sie knarzt Gott sei Dank nicht. Doch, tut sie. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel, sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftsteinding, das Besso will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Es wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. Ach Quatsch, kriegen wir schon hin. Hinweis, erkunde die Stadt vielleicht, überhörst du ein paar Details über... interessante Liebesgelegenheiten. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das findet man teilweise auch in irgendwelchen Schriftstücken, die man irgendwo rumliegend findet. Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter. Das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Was ist das denn für eine, ey? Voll die skrupellose Mörderin, habe ich so langsam das Gefühl. Wie die sich verhält, was sie sagt. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Schleiche dich langsam von hinten an. Ducke dich, um nicht entdeckt zu werden. Super, jetzt darf ich denen die Geldbörse klauen. Bronson, komm mal her. Na? Warum hat man seine Geldbörse auf dem Rücken? Kannst du mal dem Neuen helfen?
Er versucht seit 10 Minuten eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach schon, bevor er sich selbst anzündet. Ein Zwang für einen Dieb. Dazu zu greifen. Was ist da los? So, jetzt muss ich mich ganz leicht langsam hier durchs Wasser schleichen. Wie ich das erste Mal gemacht habe, habe ich das natürlich volle Möhre verkackt und habe zwischendrin losgelassen. Aber jetzt ganz langsam und leise. So, angekommen. Geh zum Behälter und nimm die Wasserpfeile für dich. Hallo Behälter. Ah, diesen komischen Ton sind also immer Gegenstände für uns verwahrt. So, und jetzt soll ich die Fackel löschen. Schieße mit dem Wasserpfeilen auf offene Flammen, bla bla bla. Hä? Ach so. Einfach nur linke Maustaste zum Schießen. Zup. Verdammter Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Also, dass er mich jetzt nicht sieht, finde ich doch ein bisschen fragwürdig. So dunkel ist es nicht. Ich werfe keinen Schatten, aber trotzdem. Der Schattenwurf über die Lichter ist übrigens ganz geil. Das wird man später noch in ein paar Situationen sehen. Das verdammte Feuer geht ständig wieder aus. Du würdest nicht mal eine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt... Das steuere ich übrigens gerade nicht. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Und er hat natürlich nichts gemerkt. Ah, komm schon. Was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos und natürlich. So. Wir haben ihn nicht getötet, wohlgemerkt. Sie schon. Was sollte das eben? Warum hast du ihn getötet? Er war kaum älter als du. Er war ein Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast ihn nicht verändert, was? Die ist du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie ohne guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar, ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Ja, ja. Die ist echt skrupellos, die gute Frau. Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen. Die Folge ist eigentlich schon längst rum, aber ich glaube, die erste Mission mache ich jetzt noch zu Ende. Ich weiß ja ungefähr, wie lang die ist. Du hältst mich auf. Diese verdammte Kralle hält dich auf. Bleib außer Sicht. Jetzt muss ich hier eine Flasche nehmen zum Distracten. Hier, hol dir deine Flasche. Was ist hier los? Wer macht hier Geräusche? Deine Mutti macht Geräusche. Schleicht hier jemand herum? Nein. Alter, das war knapp. Nichts, alles ruhig. Siehst du mich? Okay, das war knapp. Was liegt denn da? Eine Schachfigur für 10 Gold. Mhm, klar. Das Schachbrett, da hätte ich gerne zu. So. Ich frage mich manchmal wirklich, oh, wird man nicht gesehen, wenn man über wenn jemanden du so weitermachst, steht, läufst also du dir gut, noch die wenn der halt nicht Stiefel drauf achtet. Es geht um ein Mädchen. Ich kann's mir sie will mich ihrem vorstellen, Vater vorstellen, aber er weiß nicht, dass ich bei der Wache bin. Sieht. Ich oh, weiß, Sir, aber er glaubt dieses verdammte Gerücht, na super, dass wir korrupt sind. Hast du Angst, dass ich dir zuvorkomme? Ginge mir ähnlich, schätze ich. Ich habe Angst, dass du uns beide umbringst. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ja. Ich kann mich damit schneller bewegen, schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Machen wir einfach unsere Arbeit.
Ich frage mich, was für eine Beziehung die zueinander haben. Ja, machen wir. Und zwar ohne dieses Ding. Mal zusammen waren oder er der Lehrer war, ich weiß es nicht. Ich nehme an, das ist unser Ziel, der Urkraftstein. Oben. Immer ein schlechtes Zeichen. Brüder Cornelius, Aldus, die Schlüssel! Es ist Baron Northcrest. Wir sind hier, um die Stadt in ein neues Zeitalter zu führen. Voller Fortschritt und industrieller Aufklärung. Beginnen wir mit der Kanalisierung der Urkraft. Sammler in Strakakan. Skemmamakana. Komm schon, gehen wir runter. Das wird lustig. Nein, wir sind fertig. Es ist vorbei. Was? Machst du Witze? Etwas stimmt nicht. Es ist zu gefährlich. Du bist noch nicht so weit. Du weißt, dass ich kein Kind mehr bin. Ich schaffe das. Ich gehe da runter, mit dir oder ohne dich. Aber nicht ohne das hier. Na super, großes Finale und eben wie von einem großen Stück Stein erschlagen, zu Boden gegangen. Hat mich gerade ein bisschen an Battlefield 4, an den Trailer erinnert, wo das Haus auf den Soldaten drauf fällt. Naja, dann würde ich mal sagen, erste Folge vorbei. Ziemlich spannend, wie ich finde. Und muss ich kurz mal überlegen, ob ich das hier unterbrechen kann. Ja, ich kann es unterbrechen und pausieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.